So, herzlich willkommen alle neu Zugereisten aus den anderen Vorträgen. Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Jetzt gibt's das Masterportal und von Robin Luckey und ich bin gespannt, was er uns erzählt. Von daher viel Spaß beim Vortrag und viel Erfolg. Ja, guten Tag. Ich möchte heute unser WebGIS, was wir in Hamburg weiterentwickeln, vorstellen. Ich fange direkt mal mit ein paar Fakten an. Also in Hamburg ist es ja so, dass es das Hamburger Transparenzgesetz gibt und das besagt, dass insbesondere auch Geodaten frei verfügbar sein müssen. Und um diese freie Verfügbarkeit zu gewährleisten, wurde unter anderem oder wird unter anderem das Masterportal eingesetzt. Es ist also das zentrale Auskunftstool der Stadt Hamburg, sowohl intern, behördenintern, als auch für den Bürger draußen. Die Entwicklung findet am Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung statt, wo ich auch arbeite. Und dort gibt es auch eine größere GDI. Das heißt, wir haben dort 428 Kartendienste mit über 3000 verschiedenen Fachdatenlayern, die alle frei verfügbar sind. Außerdem haben wir 93 Portalinstanzen im Betrieb und eine möchte ich davon auch gerne zeigen. Und zwar versuche ich mal, ob das jetzt hier direkt funktioniert. Tatsache. Genau, was Sie hier sehen, ist ein Portal, das wir für die Hamburger Schulbehörde entwickelt haben. Das heißt, die wollten gerne einfach mal alle staatlichen Schulen visualisiert haben und die Möglichkeit haben, zum Beispiel jetzt für Eltern diese Schulen zu filtern und zu gucken, ja, was kommt eigentlich für mein Kind in Frage. Was man, also erstmal zeige ich generell die Oberfläche vom Masterportal, was man hier sieht. Das heißt, wir haben, wie man das so kennt, einen Themenbaum. In diesem Fall ist es ein ganz einfacher Themenbaum. Es gibt da verschiedene Konfigurationen. Das heißt, man kann auch tief verschachtelte Themenbäume hier darstellen. Oder so einfache, ja, wir sagen Themenportale, wo man sozusagen eine Handvoll Layer hat, die man gerne hier schnell im Zugriff haben möchte. Die kann man hier natürlich an- und zuschalten. Und was dabei ganz interessant ist, wir haben hier also eine dynamische Legende, die sich generiert, je nachdem, welche Layer aktiviert sind. Und wir haben die Möglichkeit, hier Overlays einzublenden. Wenn man hier mal ein bisschen schwierig mit dem Touchpad, aber jetzt habe ich es. Genau, wo man sich also Feature-Informationen hier anzeigen lassen kann und diese Geo-Feature-Infos sind in Templates unterteilt, das heißt, man kann auch für verschiedene WFS beispielsweise oder WMS verschiedene Templates für diese Informationen hier benutzen, sodass man sagen kann, hier, ich möchte vielleicht ein Bild anzeigen, Video anzeigen oder ich möchte einfach eine Tabelle haben. Genau, dann gibt es jede Menge Werkzeuge. Im Endeffekt haben wir auch typische Werkzeuge fürs Messen, fürs Zeichnen, fürs Drucken und so weiter. Und eine neuere Entwicklung ist halt auch dieser Feature-Filter, den Sie hier sehen. Soll ich ihn wegmachen? Atme ich da rein, oder? Achso, okay. Genau, und der ist halt auch generisch, das heißt, man kann den im Prinzip frei konfigurieren, sagen, hier, ich habe diesen WFS, der hat diese Attributtypen und sagen in der Konfigurationsdatei, ich möchte über diese Attribute filtern können und dann werden automatisch alle Werte aus diesen Attributen eingelesen und hier auswählbar gemacht. In diesem Fall haben wir nur eine Layer, die ist als eine Gruppenlayer eingebunden und man sieht also hier, dass wir auf einer Layer verschiedene, wie wir es nennen, Queries definiert haben, die schon mal immer so eine Vorfilterung
machen, sodass man in diesem Fall den Schultyp angezeigt kriegt, wenn man die entsprechende Schaltfläche drückt. So. So, das Masterportal wird entwickelt in dem Projekt der Geowerkstatt. Die Geowerkstatt hat im Prinzip zwei große Projekte. Das eine ist das Masterportal und das andere ist der Dienstemanager. Das ist ein Tool, das auch bei uns entwickelt wird, mit dem man die Dienste verwalten kann und auch sich anzeigen kann, welche Layer sind jetzt mit welchen Diensten verknüpft und welche Datensätze sind eigentlich dahinter. Es ist also auch interessant, sich das mal anzuschauen. Hier ist der Link. Auch unter diesem Link finden Sie weitere Informationen, auch Kontaktinformationen, falls Sie interessiert sind. Es ist nämlich so, dass das Portal, das Masterportal unter der MIT-Lizenz verfügbar ist. Das heißt, es ist im Prinzip frei nachnutzbar. Und wir haben auch schon einige Städte überzeugen können, die das also auch benutzen, teilweise einfach nachnutzen und teilweise auch selber entwickeln. Der Grundgedanke bei dem Masterportal und daher auch der Name war, dass wir halt immer mehr Portale hatten, die waren Standalone-Anwendungen. Und dann haben wir gesagt, aber eigentlich ist das ein viel zu großer Pflegeaufwand, die alle einzeln zu betreuen, vor allen Dingen, weil die Funktionalitäten sich dann doch im großen Teil überschnitten. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen also das nochmal auf eine neue Codebasis stellen und haben da bestimmte Ziele, die wir verfolgen wollen. Und das eine ist halt, dass man einfach Portalinstanzen erstellen kann. Das heißt, man kann sagen, ich möchte jetzt einfach mir diesen Code nehmen, ich möchte einfach nur eine Konfigurationsdatei komplett ohne irgendwelche Programmierkenntnisse, die ich brauche, anpassen. Das ist eine JSON-Datei. Da kann ich angeben, ich möchte die und die WMS, die und die WFS haben und die Tools aktivieren. Wir haben das auch ausführlich, das kann man auch alles über den Link, den ich eben gezeigt habe, einsehen, dokumentiert. Und dann hat man eine Portalinstanz mit den Fachthemen, die man gerne haben möchte. Außerdem war ein Ziel, das modular zu entwickeln, wie man es auch mit modernen Web-Apps jetzt macht. Das heißt, es ist unterteilt in inzwischen, glaube ich, 50, 60 verschiedene Module, die einzeln unabhängig sind, größtenteils. Und einen Kern, da komme ich aber gleich nochmal drauf. Außerdem war uns ein Responsive Design wichtig und das versuche ich jetzt auch nochmal kurz zu zeigen. Das heißt, wenn ich hier einfach mal die Entwicklungstools aufmache und das ein bisschen klein ziehe, dann sieht man, dass jetzt hier das Tool zu einem Overlay wird und wir jetzt also in der mobilen Ansicht sind. Die mobile Ansicht hat auch ein komplett eigenes Bedienungskonzept, damit man halt auch leichter die Schaltflächen treffen kann beim Touch, bei der Touchbedienung und so weiter. Außerdem sind ein paar Tools ausgeblendet, die halt im Mobilen schwieriger zu bedienen sind. Da gibt es auch durchaus Constraints bei Open Layers noch, wenn man beispielsweise zoomen möchte auf der Karte und dann plötzlich zeichnet, weil das Zeichentool aktiviert ist, solche Sachen. So. Genau, und dann wollten wir gerne, dass die typischen OGC-Dienste unterstützt sind. Wir haben also WMS, WFS, habe ich schon gesagt, GeoJSON ist einbindbar und wir haben die CSV-Schnittstelle zur Anbindung an Metadatenkataloge. Die Metadaten sind auch, das wollte ich eben noch zeigen, habe ich vergessen, direkt aus dem Themenbaum aufrufbar. Das heißt, da ist so ein kleiner i-Button, dann kann man direkt sich zu jeder Layer die Meta-Informationen anzeigen lassen. Das ist unser Software-Stack. Möchte ich jetzt gar nicht zu sehr darauf eingehen. Das Wichtigste ist wohl, dass wir Open Layers verwenden, dass wir Backbone.js verwenden. Kennt das jemand? Ja, also das ist im Prinzip ein Framework, was man verwenden kann, um diese Module aufzubauen. Das ist ein MV-Stern-Framework. Komme ich auch gleich nochmal kurz drauf zu sprechen. Und wir benutzen Require.js, um die Module zusammenzuladen. So.
Hier nochmal ganz kurz, also wir sehen, wir haben auf der linken Seite den Code, der zentral verwaltet wird, und auf der rechten Seite können wir sehen, wir haben verschiedene Portalinstanzen und die werden nur über Konfigurationsdateien sozusagen generiert. Außerdem kann man verschiedene Styles für WFS definieren, wenn man möchte. Und es gibt eine Services-JSON, die wird von unserer GDI generiert und da stehen alle Informationen zu den Layern drin, die dann eingelesen werden, geparst werden und daraus wird dann der Layer-Tree gebaut, wenn man einen generischen Layer-Tree haben möchte. Hier nochmal die grundsätzliche Architektur, das heißt, wir haben hier mehrere Schichten, wir haben unten die Bibliotheken und Frameworks. Darauf basierend ist oder darauf aufbauend ist dann der Application Core. Der lädt wirklich die Grundfunktionalität, beispielsweise Open Layers, und auch die Konfigurationsdateien werden dort eingelesen und geparst und daraus wird dann der Themenbaum generiert. Darüber gibt es eine Schnittstelle, die werde ich gleich nochmal kurz ansprechen. Und mit dieser, über diese Schnittstelle können dann unsere Module die Zusatzfunktionalitäten einbinden, mit dem Core kommunizieren. Das hat den Vorteil, dass wir also eine lose Kopplung haben. Das heißt, man kann ein Modul oder auch alle Module einfach wegschmeißen und sagen, ich möchte jetzt aber meine eigene Oberfläche machen. Beispielsweise die gesamte Oberfläche ist ein Modul. Also das, was man wirklich sieht, dahinter sind noch andere Module, die dann damit zusammenarbeiten. Und sagen, ja, ich mache jetzt meine eigene Oberfläche. Ich möchte nur einfach diese Parsing-Funktion nutzen und mir mein eigenes Portal-Tool bauen sozusagen. Hier ist diese Schnittstelle nochmal kurz. Das ist im Prinzip einfach nur ein globaler Event-Bus, der ermöglicht, Channel zu erstellen. Das heißt, das kann man sich wirklich wie so Radiokanäle vorstellen, die kann man abonnieren. Dann kann man sagen, ich möchte bitte im Modul X den Radio-Channel von Modul Y überwachen oder darauf lauschen, und wenn da was für mich Interessantes kommt, dann möchte ich darauf reagieren und irgendwas auslösen. Oder ich möchte mir eine Information aus irgendeinem anderen Modul holen, um darauf basierend dann irgendwas aufzubauen oder was damit zu machen. Ein Modul an sich folgt diesem MV-Stern-Prinzip, das heißt, wir haben hier keine Controller, sondern wir haben, kennt jemand MVC? Okay, ich kann da jetzt natürlich nicht zu tief drauf eingehen, aber im Prinzip ist es ein Design-Pattern, was da auch nochmal ermöglicht, sozusagen die Entwicklung zu erleichtern. Man hat also getrennt die Daten von der Anzeige, das heißt, wir haben im Modul haben wir den Zustand gespeichert, da steht beispielsweise drin jetzt, welche Layer ist aktiviert, und der View reagiert darauf und stellt das einfach nur dar. Der ist selber zustandslos. Sehr spannendes Thema, würde ich unbedingt, wenn Sie auch selber entwickeln wollen, mir auch mal genauer anschauen. Genau, diese Folie habe ich nochmal eingefügt, weil ich gerne motivieren möchte, dass Sie doch mitmachen. Also wir versuchen, eine Open-Source-Community auch aufzubauen. Wir sind aber noch ganz am Anfang, also das heißt, eigentlich sind wir noch in der Konzeptionsphase, wie kann überhaupt so eine Zusammenarbeit funktionieren, wie kann Code zu uns zurückkommen und so weiter, wie wird das gesteuert. Aber es ist, wie gesagt, bereits online verfügbar, das Portal. Man kann sich das runterladen, relativ schnell damit arbeiten. Das wollte ich hier nochmal kurz zeigen. Das heißt, im Prinzip braucht man Git, was sowieso die meisten Entwickler haben. Man braucht Node.js, haben wir jetzt auch, glaube ich, auf dieser Konferenz schon oft und viel von gehört. Man kann sich dann das Repository, das heißt den Code, runterladen, muss ein paar kleine Anpassungen machen, die unten hier unter diesem Link nochmal auch genauer Schritt für Schritt wirklich erklärt sind. Dann noch zwei Befehle in der Konsole, überhaupt nicht schwer, einfach abschreiben sozusagen, und dann hat man im Prinzip auch schon eine lokale Entwicklungsumgebung, kann damit arbeiten, kann es selber entwickeln oder sich auch einfach nur mal anschauen. Komme ich auch schon zum Ausblick. Wir machen ein paar spannende Sachen, die jetzt kommen werden. Das heißt, zum einen ist jetzt bereits schon extern, vielleicht kennt die auch jemand, von VCS
entwickelt worden, also eine Integration von 3D-Daten. Das ist über Cesium.js gemacht worden und ist noch prototypisch auf einen Fork von unserem Code und muss halt wieder reintegriert werden. Dann ist im Moment in der Entwicklung ein WFST-Modul, sodass man dann das Masterportal in naher Zukunft auch als Erfassungskomponente verwenden kann. Das heißt also, dass man dann Formulare kriegt, um WFS zu editieren und zurück in die Datenbank zu schreiben. Allerdings gibt es noch kein Rollenkonzept, das heißt, das wäre in diesem Fall dann vor allen Dingen für interne Netzwerke spannend. Ein weiteres spannendes Feature, was kommen wird, ist die Konfigurationsoberfläche. Das heißt, wir werden eine weitere Web-App machen und mit dieser Web-App kann man dann diese Portale generieren. Das heißt, man braucht dann gar nicht mehr mit einem Editor rangehen und irgendwie JSON editieren, sondern wenn das fertig ist, soll man sich dann über diese Web-App so also ein Portal zusammenklicken können und dann hat man seine eigene Instanz. Und auch ein spannendes Thema sind Live-Daten. Das heißt, wir haben im Moment einen Masterstudenten bei uns, der daran arbeitet, über die SensorThings API Live-Daten bei uns einzuspeisen in unser Masterportal. Das muss aber auch noch mit integriert werden. Aber immerhin, es gibt schon bei uns Live-Daten zum Thema Ladesäulen in Hamburg. Und die können wir auch schon anzeigen. Ich kann das jetzt mal probieren, weil wir noch ein bisschen Zeit haben. Dafür muss ich erstmal aus dem VPN raus, weil sonst Websockets blockiert werden. Beziehungsweise, und dann. Ich habe es eben einmal probiert, da ging es nicht. Heute Mittag ging es. Wie das so ist. Wie hieß es vorhin so schön, was wäre eine Live-Demo, wenn es funktioniert. Scheint im Moment nicht zu laden. Kann auch sein, das ist wie gesagt noch prototypisch, es ist noch nicht reintegriert. Es ist ja im Moment eine Abschlussarbeit. Kann auch sein, dass da gerade eine Entwicklung stattfindet. Okay, ist es vor allen Dingen wohl langsam. Ich werde es nochmal mit einem Refresh probieren. Ansonsten stehen die Folien ja auch nachher im Netz und vielleicht funktioniert die URL dann ja noch, auch wenn sie Testpunkt genau. Heißt. Von daher können Sie es einfach im Zweifel selber nochmal ausprobieren. Ja, dann bin ich eigentlich auch schon fertig und danke für die Aufmerksamkeit und das Interesse. Ja, danke für den Einblick. Gibt es denn Fragen dazu? Ja, hallo. Genau, wir haben heute schon einige Vorträge gehört, wo ähnliche Applikationen da waren, wie Yaga, die Angular nutzen oder Vecchio oder wie das hieß. Ne? Warum habt ihr jetzt nochmal sozusagen auch sowas gemacht? Also waren da die Anforderungen nicht da? Genau, ihr nutzt Backbone, einmal wird ja da Angular genutzt und die anderen hatten das, ich weiß nicht, wie wird es ausgesprochen, Vue oder? Ja. Also prinzipiell ist es diese... Die Anfänge des Masterportals waren schon vor einigen Jahren. Da gab es noch nicht so viel. Da gab es auch einige von den Frameworks, die heute, wie zum Beispiel Vue.js, vorgestellt waren, noch gar nicht. Genau, und deswegen wurde dann entschlossen, eine eigene Entwicklung zu machen.
die uns genau sozusagen, die genau auf unsere Bedürfnisse erstmal zugeschnitten ist. Und dann später wurde gesagt, jetzt würden wir uns gerne auch nochmal weiter öffnen und gucken, ob noch mal, weitere Leute mit uns zusammenarbeiten. Gibt es sonst noch Fragen? Sonst hätte ich noch eine. Aber erstmal andere vor. Gut, dann ich. Was für eine Lizenz habt ihr das Ganze auf Bitbucket veröffentlicht? Das ist MIT-Lizenz. Okay, und du hattest ja auch eben gesagt, dass ihr zum Beispiel was wie OpenLayers benutzt. Und ist es quasi schon ein neues OpenLayers, also OpenLayers 3 Plus? Oder? OpenLayers 4 ist. Okay, also ihr versucht das schon quasi auch mit dem Stand mitzuhalten. Genau. Okay. Ja. Also es gibt auch schon noch natürlich Entwicklungsbedarf und wir freuen uns, wenn da auch jemand Lust hat, uns zu helfen. Ist ja immer so im Projektgeschäft, dass man gerne viel noch refactoren würde. Und wenn Sie da Lust haben, machen Sie doch gerne mit. Gibt es noch weitere Fragen? Ich habe noch eine kurze Frage und zwar, JavaScript unterstützt an sich ja auch schon objektorientierte Programmierung. Welche Rolle nimmt dann Backbone.js ein? Das habe ich nicht ganz verstanden. Backbone.js gibt eine Struktur schon mal vor. Das ist zum Beispiel, muss man dann auch nicht mehr selber sich damit rumschlagen, dass man jetzt private und öffentliche Variablen hat, dass man ganz viel macht Backbone.js auch im Bereich Event-Handling. Das heißt, man kann die Verknüpfung zwischen dem Model und dem View damit relativ leicht hinkriegen. Es bietet sehr viel Eingriffsmöglichkeiten. Also es ist jetzt so schon, dass man die Events noch selber erstellen muss, aber es gibt dabei ganz viel Hilfestellung. Also, und es bietet auch des Weiteren, was auch spannend ist, Collections, sodass man sich also auch wenn man ganz viele Models von einem Typ hat, die in eine Collection reintun kann und dann sagen kann, hier, ich definiere mir drei verschiedene Views darauf und je nachdem, was für eine Art Model oder welchen Zustand das gerade hat, wird der und der View dafür geladen und das dann dargestellt und dann kann ich sagen, ich habe eine Tabelle und jede Zeile ist eigentlich ein eigener View und je nachdem möchte ich jetzt eine Zahl darstellen oder ein Bild in der Tabellenzeile, wird ein anderer View geladen und dann genau, also solche Sachen kann man relativ gut mit Backbone.js machen. Hallo, ich habe eine Frage zu den Nachnutzern. Was ich da vermisst habe, ist Hamburg Hafen. Wenn ich mich dunkel entsinne, ist Hamburg Hafen ein Sonderverwaltungsgebiet und ist auch GIS-technisch relativ rege, aber technologisch gehen die, glaube ich, einen anderen, eher proprietären Weg. Kooperieren Sie mit denen? Wie sieht die Zusammenarbeit da aus? Dazu kann ich leider nichts sagen. Da müssen Sie sich nochmal an den LGV wenden. Ich bin hauptsächlich Frontend-Entwickler. Ich habe da wenig Entscheidungsmacht sozusagen. Ich fand vorhin die Filtermöglichkeit in dem Schulinfosystem super und war beeindruckt von der Geschwindigkeit, mit der das passiert. Ist das eigentlich ein initiales Laden von WFS-Daten und dann eine Filterung im Client oder wird jedes Mal Filtercoding neu? Nee, wir laden den WFS initial und wir haben das auch schon probiert mit sehr vielen Features, also über 8000 Features und es läuft trotzdem noch performant, waren wir auch erstaunt. Wie bitte? Bitte ins Mikro, danke. Das heißt, Sie filtern jedes Mal gegen den WFS zurück und ein neues Resultat. Das heißt, wir haben die Features von dem WFS in einer internen Datenstruktur und holen uns die raus in den Filter, gehen alle Features durch, ob sie gerade passen oder nicht zu den Filtereinstellungen und geben denen dann einen Custom Style, je nachdem, ob sie angezeigt werden sollen oder nicht. So, dann, ich glaube, es waren keine weiteren Fragen mehr. Danke fürs Zuhören, danke für den Vortrag. Sie können den Raum wechseln, müssen Sie aber nicht. Sie dürfen auch gerne hier bleiben und den nächsten Vortrag hören. Und viel Spaß.